So, Leute. Schade. Mein anderer Einstieg hat mir mehr gefallen, aber ich werde jetzt diese Aufnahme nehmen. Kostet, wartet, wolle. Damit sind wir jetzt alle durch, ja? So, also, wir widmen uns heute mal dem Thema, was mich überhaupt motiviert hat, diesen YouTube-Channel zu errichten. Naja, wie auch immer. Weil es geht heute zeige ich euch mal den faszinierenden Lebenszyklus eines Schmetterlings. Ja. Heute noch natürlich ein relativ häufiger. Ich hoffe, eines Tages können wir auch ein paar seltenere Arten und Exemplare zu dieser Playlist hinzufügen. Jetzt starten wir aber mal mit dem Kohlweißling. Hier eine Zeitlupenaufnahme, wie die Gute gerade auf der Suche ist nach einem Eiablageplatz. Und da hat sie ihn auch schon gefunden. Ihr seht hinten, das Abdomen klappt nach hinten rum und das Ei wird gelegt. Eigentlich untypisches Verhalten für einen großen Kohlweißling, einzelne Eier zu legen. Dann nochmal eine Nahaufnahme. In der Regel werden die Eier eigentlich in Gruppen von bis zu 30 Eiern gelegt. Das sieht man natürlich auch im späteren Verlauf nochmal. Genau, großer Kohlweißling, ja, wo wir schon beim Thema sind, ist natürlich bei Gärtnern wahnsinnig unbeliebt, weil, hier sieht man jetzt gleich ein Ei rausfloppen, weil, wie der Name schon sagt, man fällt ja sehr gerne über alle möglichen Kohlgewächse, auch über Kreuzblütlergewächse her und frisst die Rambazamba leer. So, und falls ihr jetzt zu den super hochempfindlichen Menschen gehört, die wirklich nicht eine einzige Pflanze mit der Natur teilen können, dann empfehle ich euch einfach mal einen Anbau unter nicht Draht hier, sondern unter Gitter. Nee, auch nicht Gitter, meine Güte. Netz, wollte ich sagen. Genau, Netz, jetzt habe ich es gefunden. Unter Netz, genau. Sieht zwar natürlich gewöhnungsbedürftig aus, aber ist der effektivste Weg, die Kohlweißlinge zu besiegen, ohne sofort mit was weiß ich für Chemikalien jetzt hier aggressiv ins Beet zu gehen. Weil, das wollen wir ja nicht. Schließlich, wenn wir Pestizide verwenden, könnten wir uns die Nahrungsmittel auch einfach kaufen. So, hier sehen wir jetzt ein Gelege kurz nach dem Schlupfen der kleinen Biester. Ihr seht, erstens mal, die hängen alle zusammen ab. Ja, alle sind entspannt, alle ist ein Family Gathering quasi. Alles, oh, obwohl, wird im späteren Verlauf nochmal böse. Ist also alle ganz entspannt, alle ganz fruchtig, alle ganz schön. Ihr seht aber auch, und das ist mir im Nachhinein aufgefallen, die haben ja einen gelben Körper. Ja? Also jetzt ist der Körper natürlich auch von Geburt an erstmal gelb, wie man ja im Inneren der Eier sieht. Die sind ja auch alle gelb, die von den Schwestern und den Brüdern, die noch in dem Ei sind. Aber es kommt zu kannibalistischen Überfällen, ja? Sagen wir, wie es ist. Die Raupen sind Arschlöcher. Hier ist ein bisschen matschig von der Quali her, tut mir leid. Aber da seht ihr, dass der eine sich über den anderen hermacht, über das Ei hermacht. Und da kommt noch ein Mate dazu und frisst auch noch dran. Genau, also im frühen Stadium, fragt mich nicht, was sie dazu bringt, jetzt genau in dieses Ei reinzubeißen. Also vielleicht spüren die, schmecken die, riechen die, fühlen die irgendeine chemische Abstraktheit des jeweiligen Individuums in dem Ei und denken sie so, komm, dich fress ich auf, du bist eh scheiße. Keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht. Vielleicht dachten sie sich auch nur, ich hab Hunger, das Ei fress ich. So, hier sehen wir ein anderes okkultes Verhalten, was ich auch so nicht kannte. Sie spielt mit dem Kot herum. Da müssen wir ehrlich drüber reden können. Ich weiß nicht genau, welchen Sinn dieses Verhalten hat. Ich glaube aber, es gibt natürlich auch keine Berichte darüber. Wer kümmert sich schon für Kohlweißlingsraupen? Leider, das müssen wir noch lernen, wir als gesamte Menschheit. Aber es ist ein ganz anderes Thema, wollte ich gar nicht aufmachen. Wir kümmern uns heute um Kohlweißling. Hier seht ihr, ja, wie die mit Kot spielt. Ich glaube, sie will den Kot anheben, um ihn vom Blatt zu schmeißen. Ja, ist natürlich palmvolle Säue, oder wie man sagt. Natürlich eine ganz schön brotlose Kunst, die da versucht wird. Da kommt auch nochmal ein Teammate, der schmeißt auch nochmal allen Kot rum. So, und hier seht ihr einfach nur eine Horde Raupen, die zugegeben relativ klein sind, aber es ist eine Zeitrafferaufnahme. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie lang quasi die Zeit ist, die wir gefilmt haben gerade. Aber ja, naja, also ich wollte euch nur mal zeigen, die sind relativ agil, ja, ist eigentlich ganz cool, weil die so rumwuseln und relativ gesellschaftlich eigentlich sind. Und hier sieht man es nochmal, das müsste eine, die häuten sich viermal, bis sie zur Puppe werden. Und das müsste die Nummer zwei sein. Hier ein sehr gelbes Auftreten, ja, also haarlos und gelb vor allem, das ist ein bisschen abstrakt, ein bisschen eigenartig. Die fressen aber übrigens auch Senföle, ja. Und also die Senföle, die in den Blättern der Kohlgewächse sind, verwenden sie als chemischen Abwehrstoff zur Bekämpfung von allen möglichen Fressfeinden. Es gibt übrigens einen Fressfeind, der in der ökologischen Landwirtschaft zugelassen ist. Das ist eine Schlupfwespe, die
Parasitiert jetzt quasi die Raupen in dem Zustand und dann fressen die Babys der Schlupfwespe diese Raupe bei lebendigem Leib auf und dann platzen die aus dem Eingeweiden der Raupe. Es ist ein funny game für eine Raupe, die parasitiert wird. Nee, ist natürlich scheiße, also ist natürlich echt rough für die, aber ja, naja, ich meine, such is life, was soll ich dazu sagen? So, hier sehen wir nochmal eine Raupe, die ist aber schon ein Stadium weiter, die hat schon Haare und sehr gelbe, gelben Körper gehabt, die hat gefressen gerade, die fressen wirklich bis auf die Blattader runter, genau, Blattader wollte ich sagen. Und hier sehen wir jetzt, wir haben ein ganz interessantes Verhalten eigentlich, weil die hängen ganz schön zu Hause, die hängen ganz schön häufig immer zusammen ab und so und kuscheln ein bisschen, ganz süß eigentlich. Und hier sehen wir nochmal die Fresspartys, die veranstalten. Mensch, da wäre ich gerne dabei. Die fressen wirklich den ganzen Tag eigentlich nur. Also zu Hochzeiten, als alle Raupen aktiv waren, haben die zwei große Rosenkohlblätter schon mal weggeputzt am Tag. Das war echt rough, aber naja. Apropos, jetzt wo ich sehe, der Kot, ja, das wirkt natürlich immer sehr viel, der da rumliegt. Und ist es auch, ja, weil die Koten bis zum Get-Now, also die Koten so viel, ist unglaublich, ja. Scheiße liegt da wirklich überall rum danach. Also da räumt man drei Stunden nicht auf und schon liegt die Scheiße wirklich überall rum. Das muss man jeden Tag mindestens zweimal machen, weil sonst ersticken die in eigenen Kot. Aber eine Sache sei dazu gesagt, wenn Raupen fressen und Raupen kacken, weiß man, alles ist fruchtig, der geht's gut, mach dein Ding, mach dein Business, fress dich Fettmäuschen. Wir wollen ja auch gesunde Falter haben. Hier sind wir jetzt schon relativ spät im Lebenszyklus, also wir haben uns diesen, ich habe leider keine einzige Häutung filmen können, das ist irgendwie ohne mein Wissen passiert. Ich habe nur ein paar Häute dann gefunden, aber ja, leider konnte ich das nicht genau filmen. Ich finde es süß, wenn die beim Fressen, gucke ich die echt gerne zu, die sehen irgendwie, das ist sehr calming, sehr chilly, very easy going. Entschuldigung, es ist inzwischen spät geworden, Leute, ist ja nicht, wie ich bereits erwähnt habe, die erste Aufnahme. Hier sehen wir, übrigens wandern die, kurz bevor die verpuppen, ne? Die ist jetzt schon straight auf dem Weg zur Verpuppung, da fehlt jetzt nur noch Haut ab und dann ist alle fit. Und genau, hier sehen wir jetzt nochmal das Verhalten, kurz vorm Verpuppen, ist eigentlich nur ein wildes Rumgeliege, keine Ahnung, was da jetzt durch den Kopf geht. Ich sage, oh Gott, ich hoffe, ich komme als Falter schnell zurecht und ich hoffe, ich finde viele Blüten. Die brauchen nämlich natürlich auch Blüten. Die Falter, weil die ernähren sich dann nicht mehr von Kohl, sondern von Blüten, das wollte ich nochmal dazu sagen. Hier seht ihr schon, dass die sind relativ ready jetzt alle, sich zu verpuppen, haben alle sich so eingesponnen und so, sind alle ready. Es kommt noch dazu, dass die eigentlich, wenn die sich verpuppen wollen, gehen die nochmal auf Reisen. Ja, die können bis zu drei, genau, die Aufnahme sollte es mich daran nochmal erinnern, jetzt kam ich schon selber drauf, ich bin so ein kluger Fuchs manchmal. Die gehen manchmal auf die Suche so 3 bis 5 Meter von ihrer von ihrem Geburtsort quasi weg und verpuppen sich dann dort und ja, so wandern sie umher. Eigentlich ganz knuffig, eigentlich eine voll schöne Raupe. So, und hier sind wir ein bisschen beschleunigt. Der ganze Prozess hat eigentlich 3,5 Minuten gedauert. Ich habe es ein bisschen beschleunigt für euch. Hier sind wir jetzt beim Prozess des Verpuppens. Ihr seht, die Raupe stößt ihre Haut ab und zum Vorschein kommt die Puppe. Das ist irgendwie die Magie, ja, die dahinter steht, für mich zumindest. Ich finde es so geil, ja, wie aus einem Ei eine Raupe, dann eine Puppe, dann ein Falter wird und das im Jahr bis zu 3 Mal. Denn Kohlweißlinge, große Kohlweißlinge schaffen bis zu 3 Generationen im Jahr. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das Wetter ist. Da ist die Kleine Maus runtergefallen. Und da seht ihr auch nochmal oben den Kopf tatsächlich von der Raupe. Also das ist wirklich die gesamte Außenhaut, wird einmal nach hinten gelegt quasi. Das ist ein bisschen abstrakt. Der eine oder andere mag das auch sehr eklig finden, aber ja, gut. Ekel liegt ja im Auge des Betrachters, wa? Andere mögen ja auch Rosinen. Ich beispielsweise finde ja Rosinen abgöttlich. Mega eklig, aber eben das seine, aber mir würde das meiste, ne? Kann ich dazu nur sagen. Juti, so. Die kleine Raupe arbeitet knuffig, fruchtig. Macht ihren Job. Was wollte ich denn noch allgemein verlieren über die Raupen? Ich habe viel vorbereitet eigentlich, und aber jetzt habe ich immer so viel gesehen, da wollte ich immer drüber reden. So, weltweit rund 1000 Arten. Im deutschsprachigen Raum gibt es davon 26 Arten. In 3 Unterfamilien aufgeteilt. Selbst die Zahl der Kohlweißlinge geht übrigens massiv zurück. Ja, also die schwankt auch sehr stark vom Jahr zu Jahr, aber im größeren Zeithorizont geht die auch sehr stark zurück, was natürlich extrem beängstigend ist, weil es handelt sich dabei um einen absoluten Generalisten, der natürlich ja, eigentlich nicht verschwinden dürfte. Vor allem, es wird ja auch wärmer. Eigentlich profitieren so ziemlich jedes Insekt, nicht jedes, viele Insekten
profitieren davon, wenn es wärmer wird in ihrem Breitengraden, weil natürlich umso mehr Wärmeenergie, umso schneller können die ihren Lebenszyklus durchführen und somit höhere Populationen aufbauen. Aber gut, wir schaffen es selbst das. Ich meine, trotz wärmer werdender Welt schaffen wir sogar, einen absoluten Generalisten wie den Kohlweißling in die Knie zu zwingen. Ist ein bisschen beängstigend, aber wir machen mal weiter. Ist ein tagaktiver Schmetterling, ne, vom Frühjahr, also ab März, eigentlich bis in den späten Herbst hinein. Übrigens, diese Aufnahme habe ich eingebaut für alle jene, die sich vorstellen, so eine Puppe ist nur eine Puppe. Aber nee, da ist auch echt noch Leben drin, ja, was ich ein bisschen abstrakt finde, weil eigentlich ist die Raupe da drin nicht mehr vorhanden, ja, die gibt es nicht mehr. Da drin ist nur noch ein Klumpen Proteinmatsch, der sich halt zum Schmetterling formt, was ich sehr interessant finde. Trotzdem haben die noch genug Energie und vor allem, ne, nochmal dazu gesagt, in diesem Puppenstadium trinken die nicht, essen die nicht, ja. Also alle Energie, die sie jetzt zur Verfügung haben, müssen sie im Raupenstadium zu sich nehmen. Deswegen kacken die auch so viel, mein Güte. Deswegen fressen auch so viel, dadurch kacken sie dann viel. Aber genau, hier sieht man auch nochmal Ansätze schon von den Flügeln, von dem, wie heißt der, Drüssel, genau, und so weiter und so fort. Alles in allem wahnsinnig interessant, finde ich zumindest. Ich finde das geil. Auch wenn jetzt hier nur 3 Leute gucken, ist mir Wurst. Ich finde es aber geil. Ich habe ein bisschen Angst, dass die meisten Leute das eklig finden, aber naja, wir schauen uns das mal an. Egal, was ihr sagt, ich werde trotzdem jeden Schmetterling filmen, den ich vor die Flinte bekomme. Da müsst ihr leider durch. So, ich glaube jetzt, genau, das wollte ich nochmal, oh, wie faszinierend, ne, guck mal rechts, Ei, ja, und daraus wird immer von 3 bis 4 Wochen so ein prächtiges Vieh. Gut, okay, das ist jetzt noch kein prächtiges Vieh, sondern erstmal nur die Puppe, die aber auch an sich schon sehr interessant aussieht. Da wollte ich nochmal zeigen, so, guck mal, die leben und wuseln rum. Sollte man aber vielleicht auch nicht zu oft machen, weil, denkt dran, die Energie, die diese Puppen haben, ist begrenzt, ja, also. Hier seht ihr nochmal ein adultes Tier, leider nicht aus eigener Zucht, meine sind entflogen ohne meine Kamera. Hier, also nochmal ein adultes Tier, genau. Hat auch schon ein bisschen was hinter sich, die Flügel sind schon leicht zerrupft, daran erkennt man immer, okay, hat schon einiges gesehen, der Buddy, oder die Buddy-Line. Also, da wurde schon ihr Schicht geschrieben. So, 2 bis 3 Generationen, habe ich gesagt, Herbst, habe ich gesagt, verschiedene Kohlarten, habe ich gesagt. Jo, Cutie, ich glaube, Leute, das war's erstmal im Überblick. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, ihr Süßis. Und ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir sind ja auf YouTube, ne? Ich liebe euch. Macht's gut, bis zum nächsten Video, ihr kleinen Fruchtgummis.